So, hier wird gezeigt, wie man einen Stern baut. Wichtig, wie bei einer Kugel, man setzt auf die gerade die runde Seite oben drauf und verbindet die Ecken. So machen wir das wie beim Ansatz von dem Ball mit insgesamt 5 Teilen. Bis hierhin wird noch kein Teil rumgedreht, einfach die Teile so wie sie liegen zusammen. So, jetzt haben wir hier so 5 zu so einer Rosette zusammen und das ist so die Front von dem Stern. Das legen wir beiseite und dann drehen wir einfach die Teile rum. So geht es jetzt ganz einfach. Man setzt jetzt auch wie eben die Teile zusammen, nur eben wie gesagt diesmal rumgedreht, also verkehrt rum, andersrum wie die 5 Teile von eben. So setzen wir 4 Teile zusammen. Wie gesagt, 3 und 4. Auch so zu diesem Kranz, ähnlich wie eben, nur eben jetzt eins weniger und die ziehen wir hier auf Spannung zusammen. So, dass das dann so dasselbe ist wie eben, nur mit 4 Teilen. Das sind die Zacken von dem Stern. Die werden dann später einzeln einfach nur hier so dran gesetzt. Sieht immer ganz nett aus, wenn man die Zacken in einer anderen Farbe macht. Leider habe ich die gerade nicht da. Wie gesagt, weil der Deckel hier vorne 5 Enden hat, 5 Spitzen, da kommen also 5 Zacken rum. Das heißt, wir brauchen 5 von diesen Zacken. So bauen wir jetzt also 5 von diesen Zacken. Wie gesagt, immer nur 4 Teile und zusammenziehen. Und das nächste, so. Nummer 2. Zusammensetzen. So, wie gesagt, 4 Teile zusammensetzen. Und das nächste. Und zusammensetzen. Das ist jetzt immer dasselbe. Ganz einfach. Und ein letzter. Geht immer etwas leichter, wenn man die Teile zuerst in der Mitte einhakt und dann außen. So haben wir jetzt 5 von diesen Zacken. Und dann setzen wir die, wie gesagt, einfach nur hier außen dran. Hier einmal einhaken, da oben einmal einhaken und hier einmal einhaken. Dann die nächste Zacke. Hier neben dran einhaken, auch wieder da oben einhaken. Und hier unten einhaken und jetzt können wir auf der anderen Seite parallel diesen, da drehen wir die Teile wieder um, wieder auf normal, diesen Fünferkranz von eben bauen wir jetzt hier auf der anderen Seite mit den Zacken mit. Das ist etwas leichter, wie wenn man da ein fertiges Fünferkränzchen reinsetzt. Hier einhaken, na. Der Stern an sich ist im Aufbau recht einfach von der Struktur her, allerdings in der Praxis dann etwas schwerer, weil die Teile doch recht wackelig aneinander sitzen. Und die nächste Zacke obendrauf, wie gesagt. Hier einhaken, so, hier oben einhaken und hier unten einhaken. Dann wieder rumdrehen und das nächste Teil. Das wird dann hier eingehakt. Es ist etwas leichter, wenn man auch 2 verschiedene Farben nimmt. Wenn man dann so ein bisschen sieht, wo man ist. Wie gesagt, habe ich leider gerade nicht zur Hand. So. Diese Ecke ist gerade rausgerutscht, die müssen wir nochmal reinsetzen. Es passiert bei dem Stern dann doch mal öfter, dass wieder eins rausrutscht. Aber nicht verzweifeln, wie gesagt, das kann passieren. Und das nächste Teil, wie gesagt, ringsum. Alle 5 Zacken befestigen. Das ist jetzt der vierte. So. Na.
und noch ein Teil. Das dann auch hier wieder verbinden. So. So. Und die letzte Zacke. So. Und hier noch einmal einhaken. So. Und jetzt nur noch hier das letzte Teil einfügen. Das letzte Teil ist wie bekannt immer das schwierigste. Das letzte Teil muss dann hier dazwischen. So. So. Und fertig ist der Stern. Wie gesagt, von beiden Seiten so. Es sieht netter aus, wenn die Seitenteile etwas bunt sind. In irgendeiner beliebigen Farbe. So ist das ein Weihnachtsstern.